Vielleicht geht es dir gerade so wie ganz, ganz vielen Menschen. Vielleicht bist du gerade schneller gestresst. Vielleicht merkst du, dass du schneller ungeduldig wirst. Oder aber du bist näher am Wasser gebaut. Dein Partner, ein Kind, eine Freundin, ein Chef muss nur ein falsches Wort sagen und plötzlich wallt es schon hoch in dir. Oder aber es ist so, dass du merkst, dass du sehr viel schneller dir Sorgen machst und ängstlich bist. Für den Fall, dass das auch nur zu einem kleinen Grad gerade auf dich zutrifft, lade ich dich ein, hör ein Stückchen weiter zu. Ich möchte dir gerne zwei ganz wichtige Dinge dazu sagen. Die eine Sache ist, dass du bitte, bitte, bitte sanft mit dir bist, verständnisvoll mit dir bist. Es ist einfach eine unglaublich herausfordernde Zeit gerade. Wir sind seit über 2 Jahren in einem Zustand von Dauerstress. Und selbst wenn du es für dich immer wieder schaffst, auszusteigen, in dein Zentrum zu kommen, dich sozusagen wieder aufzutanken, ist es doch so, dass es im morphogenetischen Feld die ganze Zeit Stress, Ängste, Sorgen, Unwissenheit, was soll man machen, wo geht es hin, mitschwingen. Und in meiner Wahrnehmung sind wir alle wirklich miteinander verbunden. Wir sind auch verbunden mit dem, was um uns herum geschieht. Und deshalb, wenn du gerade wirklich damit ringst, nicht aus Stress aussteigen zu können, dass du ungeduldiger und grätziger bist manchmal, als du es von dir kennst, dass du schneller weinen musst. Zum einen ist das sowieso nichts Schlimmes. Du kannst einfach innehalten und für dich hinschauen, was steht gerade für dich an, was will gefühlt werden, was für Bedürfnisse hast du gerade. Und zum anderen die Frage, was, wenn gar nicht alles, was du da gerade fühlst, wirklich deins ist. Und da gibt es wirklich eine ganz kleine Übung, die du machen kannst. Spür einfach mal hin, wie viel Prozent von der Angst, den Sorgen, der Wut, dem Frust, dem Stress, den du gerade fühlst, ist wirklich deins. Und wie viel Stress gehören jemand anderem? Falls dein Gehirn jetzt gerade losrattert und sagt, wie soll ich denn da Prozentzahlen angeben können? Geh einfach dahin. Wenn du eine Prozentzahl angeben könntest, wie viel von dem Stress deiner ist und wie viel nicht, welche Prozentzahl wäre es dann? Und diese Prozentzahl, die dir dann kommt, und geh einfach mal davon aus, dass sie richtig ist, die kannst du ganz bewusst zurückgeben und kannst sagen, hey, die 50% Stress, die nicht meiner sind, die gebe ich liebevoll dahin zurück, wo sie hergekommen sind. Also, das war der eine Punkt. Sei nicht zu hart mit dir, wenn du gerade ein bisschen anfälliger bist, gestresster bist, als du das von dir kennst. Wir leben gerade in besonderen Umständen. Und das zweite ist, dass ich dich wirklich von Herzen einlade, ab dem 28.03. in meinen Kurs Klopf dich in meine Mitte zu kommen. Es ist wirklich ein einmaliges, wunderbares Angebot, diese Technik EFT, Klopfen, Tapping für dich zu lernen. Was bedeutet, dass du wirklich jederzeit in deinem Alltag innehalten kannst und die Technik für dich anwenden kannst und dich dadurch regulierst, dadurch deinen Stresspegel ein Stückchen senkst und wieder mehr in deine Mitte kommst. Wenn du mehr darüber erfahren willst, schreib mir gerne eine PN oder eine Nachricht. Ich antworte dir gerne darauf, beziehungsweise du findest auch auf meiner Website mehr Informationen dazu. Und wirklich, es ist mir ein großes Herzensanliegen. Jetzt könntest du sagen, hey, wenn es dir eine Herzensangelegenheit ist, dann kannst du es doch auch verschenken, den Kurs. Ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden. Ich mache diesen Kurs, es sind 5 Live-Zoom-Termine für 76 Euro. Du bekommst also 5 Live-Termine und ein tolles E-Book und auch noch wirklich ein paar schöne Audioanleitungen zum Runterladen für 76 Euro. Also, das ist ein wirkliches Geschenk. Warum mache ich es nicht kostenfrei? Weil du, wenn du es kostenfrei haben willst, kannst du das jederzeit machen. Du kannst auch auf meinen YouTube-Kanal gehen, da findest du ganz viele Informationen dazu. Aber ich aus meiner Erfahrung und aus der Erfahrung anderer Menschen weiß, dass wir manchmal Dinge einfach nicht umsetzen.
Noch dazu in der jetzigen Zeit. Es ist so viel los, es ist so stressig. Wie soll ich mir da noch Zeit nehmen, mir was anzueignen? Und genau deshalb biete ich diesen Kurs jetzt an. Und wenn du sozusagen sagst, hey, das ist es mir wert, ich investiere 76 Euro, damit ich mit mir selber ein Commitment eingehe und sage, ja, diese Termine nehme ich wahr. Und für den Fall, dass du einen Termin mal nicht schaffen solltest, werde ich dir im Nachhinein eine Videoaufzeichnung zukommen lassen. Also, hör auf dein Herz, sei dabei. Ich lade dich wirklich von Herzen ein. Es ist eine so grandiose Technik, mit der man viel, viel, viel im Alltag für sich bewirken kann. Also, schreib mir eine PN und ich antworte dir sehr gerne. Und ich freue mich auf dich und wünsche dir einen wunderschönen Tag.